Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und heute mal zu einem ganz besonderen Thema, denn ich habe ja vor einer ganzen Weile schon mal so ein bisschen angeteasert, dass Star Stable durch viele technische Probleme auch derzeit so ein bisschen am Struggeln ist und dass ich derzeit dann auch sowas anbieten würde wie ein Star Stable 2. Und da gibt es jetzt einen recht interessanten Artikel dazu, denn Star Stable selber hat da vor kurzem schon mal einige Infos rausgehauen und die haben sich jetzt so ein bisschen verdichtet. Es geht um Project Curry und darüber habe ich schon von einer ganzen Weile mal geredet und jetzt gibt es dazu eben ein paar mehr Infos. Und wir gehen jetzt darauf ein, was Ilva und auch noch viele Leute, die sich daran beteiligen, nämlich selber schon so erzählen aktuell. Was können wir sagen? Project Curry wird also die Idee, die der Gründer von Star Stable vor 15 Jahren mit Starshine Legacy hat, ein bisschen weiterführen. Und zwar mit der Vision einer magischen Online-Welt, die reich an Story und an Charakteren, die so einen gewissen Nachdruck, die so gewisse starke Charaktere, vielfältige Charaktere hat, eben die auch eben viel mit eben Magie und allem zusammenhängen. Das ist der Plan hinter Starshine Legacy und hinter Project Curry. Und was können wir noch zu Project Curry sagen? Naja, als erstes ist es, dass sie ganz klar sagen, es wird von Pferden als Main-Fokus weggehen. Wichtig ist dabei, das heißt nicht, dass Project Curry nichts mit Pferden zu tun haben wird, sondern einfach nur, dass der Hauptfokus weg sein wird. Und was können wir dazu sagen? Nun ja, Starshine Legacy wird zum Beispiel die ersten Teile spielen nämlich großteils in einer Schule und dahingehend auch in einer Welt, die schon mit den Pferden zu tun hat, weil da kommen auch immer wieder Pferde drin vor, aber eben nicht als der große Hauptpart, sondern als so ein bisschen nebenmäßiges Story. Wenn man auch die Bücher liest, spielen Pferde schon einen großen Teil davon, aber eben auch sehr, sehr viel so zwischenmenschliche Sachen eben an der Schule. Und da hat mich das Ganze auch schon so ein bisschen an ein Hogwarts Legacy erinnert, was ja auch bald kommen wird. Das heißt, bald, es dauert noch ein bisschen, aber da habt ihr auch so diesen Schulalltag, den ihr da dann eben spielt bei Hogwarts Legacy, aber auch diese große Welt von Hogwarts. Und was sagen sie selber alle noch zu Project Curry? Naja, aktuell sind sie noch in der Early Pre-Production. Also es dauert noch eine ganze Weile und sie pitchen momentan halt noch jede Menge Jobs, die sie suchen. Sie suchen halt 3D-Artists für Charaktere. Also Charaktere existieren noch nicht wirklich. Ein Community-Manager, okay, das ist jetzt nicht so relevant für den Anfang, zumindest für das Produzieren. Und halt auch einen Open-World-Designer. Also im Endeffekt ist noch wenig von dem Spiel derzeit gemacht. Was wir aber von den Leuten, die sie suchen und von den Leuten, was sie eben auch hier schon, die schon im Team sind, was sagen denn die Leute generell zu dem Spiel dazu? Nun ja, was können wir sagen? Das Erste, es wird eine Open World sein. Nämlich Project Curry wurde hier auch von den Leuten immer erwähnt, dass sie eine große Open World Sache reinbauen werden, die eben die Möglichkeiten des Spielers recht frei lässt. Nämlich hier a totally new online experience. Also was wir von vornherein sagen können, das Spiel wird auch online sein. Und andere sagen dazu nämlich hier, dass es eben eine sehr magieinspirierte Welt sein wird. Andere selber sagen dazu, unsere Mission war es, eine neue Art von MMO zu kreieren. Was ist ein MMO? Ein MMO ist sowas wie Star Stable, Multiman, was glaube ich Online-Rollenspiel. Also genau das, was Star Stable eben in der Art ist. Das heißt, was können wir generell nämlich schon sagen über das, was die ganzen Leute sagen? Wir haben Project Curry, wo die Leute alle generell sagen, auch die Technical Designer eben schon, dass sie eine große Welt, die es zu erkunden gibt, eben kreieren. Sie sagen alle zusammen, wir haben eine Welt, wo Magie einen großen Fokus macht. Wir haben eine Online-Welt und wir haben auch Charaktere, die starke Tiefe bilden eben. Das sagen die Leute alle, dass Star Stable einen großen Part auch in der Sache spielt, aber eben Pferde nicht der Hauptfokus sind. Und das ist eigentlich die ganz genaue Definition eines Online-Rollenspiels.
Und damit scheint es ganz stark, dass wir entweder das, wie ich schon erwähnte, Star Stable 2 bekommen oder eben ein Starshine Legacy Online oder eben einen völlig neuen Namen. Aber wir können auf jeden Fall sagen, das Spiel wird ein Online-MMO mit Pferden drin, aber nicht Pferden als Hauptfokus. Und ich vermute, dass wir selber uns ähnlich wie bei Hogwarts Legacy einen Charakter erstellen können, der jetzt nichts direkt mit der Serie zu tun hat. Also wie bei SSO selber, auch einen völlig neuen Charakter, der dorthin kommt, in die Welt von Jorvik, dort zur Schule geht mit den anderen und dort in einer Online-Welt, die es eben zu erkunden gilt, auch mit Pferden zu tun hat. Aber der Schulalltag wird der Hauptfokus sein und das, wie wir uns dort in der Welt dort zurechtfinden und wie wir in der Welt dort mit den anderen Leuten umgehen. Das ist das, nach was es aussieht, ob das jetzt Star Stable 2 heißen wird. Starshine Legacy Online, weil Project Curry ist ja nur, diese ganzen Project-Namen sind immer nur ein Arbeitstitel. Das Spiel wird auf keinen Fall Project Curry heißen. Ich tippe, dass es wirklich die Brand widerspiegelt wird, also die Brand, die Marke. Deswegen denke ich, dass es sehr stark in diese Richtung gehen wird von einem Starshine Online, einem Star Stable 2 in diese Richtung oder vielleicht auch zum Beispiel Jorvik Online, Jorvik Legacy, sowas in der Art wird es sehr wahrscheinlich heißen und vielleicht sogar wirklich Star Stable 2. Das Einzige, was gegen Star Stable als Namen direkt vielleicht sprechen würde, wäre, dass da vom Namen her Pferde vielleicht ein zu starker Fokus sein werden. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bin auch gespannt, wann wir neue Infos zu diesem Project Curry bekommen. Ich tippe übrigens darauf, dass wir in 2022 nicht so mega viel davon erfahren werden, da ja auch der Fokus auch dort auf die Rework-Sachen von Star Stable, also von den Charakteren und allen dort liegen wird und sie hier gerade noch sehr tragende Leute suchen. Also wirklich Design-Leute, die alle erstmal ein bisschen sich mit allem vertraut machen müssen. Was aber auf jeden Fall cool ist, ich habe immer schon gesagt, Star Stable steckt momentan in einer gewissen Krise drin, weil die Engine von Star Stable eine sehr alte Sache ist und dass es wahrscheinlich Star Stable am meisten helfen würde, wenn man komplett von vorne anfangen würde mit einer komplett neuen Engine. Ich hoffe, dass sie sich das für dieses Spiel zu Herzen genommen haben. Und hier bei diesem Spiel dann eben, dass wirklich mit einem komplett neuen Engine, mit einer neuen Grafikvariante alles neu aufsetzen und damit was wirklich, wirklich Cooles kreieren. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Was würde euch am meisten freuen? Was wünscht ihr euch für ein Online-Spiel? Was würdet ihr am liebsten in einem Star Stable 2 haben? Ich denke, dass es eine saucoole Sache wäre, wenn wir wirklich so diesen allgemeinen Schulalltag so zusammen hätten in so einer Online-Welt, dort wirklich frei entscheiden können, was wir machen, so unseren täglichen Schulalltag da drin haben und trotzdem abends vielleicht noch mit unseren Freunden einen Ausritt machen, aber eben der Fokus auf der Schule liegt. Würde ich mega feiern. Ich bin mega gespannt, in welche Richtung das geht, aber auch gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt und wie ihr das Ganze so seht. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I can't breathe.